Ja, Leute, was geht? Was geht? Es geht weiter mit Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Und ja, hier kommen wir immer noch nicht durch, ne? Genau, aber wir noch nicht. Ich glaube, die werden die noch nicht verschieben können. Ich weiß nicht, wo es jetzt weitergeht. Geh mal hier runter, hier steht, sieht das ja richtig aus. Ja, du gegen. Warte mal, was? So geht's auch nicht. Aber vielleicht wenn wir zu dieser Statue da mal gehen. Oh. Hallo. Das ist ganz was Neues. Wow. Oh. Au. Oh. Du denn? Ja, okay, dann muss ich so hochspringen. Ich bin auch weggesprungen. Okay, da muss ich so wegrollen oder wie? Ach du Elend. Boah, Alter. Stim, ja bitte. Ich weiß, haben wir solche Spiele auf. Wow, wow! Da bringt doch gleich. Oh ja! Hier sehe ich gar nicht. Oh Gott. Oh, ich lebe noch. Okay, nochmal. Du hast halt alle meine Stimme aufgebraucht. Okay, und wie es aussieht, verbrauchst du euch alles. Okay, das wird ein Knackmark. Natürlich! Nein! Was bist denn du? Grabwächter. Stark, Land und durch einen zentralen Energiestern geschützt. Leuchtet der Gegenkern, kann er mit äußerer Gewalt und Vorsicht entfernt werden, um einen kritischen Angriff auf den Wächter zu ermöglichen. Grabwächter sind alte, von den Zepho konstruierte Automaten, deren Hauptaufgabe vermutlich der Schutz heiliger Städten war. Da über ihre Fähigkeiten bis heute nur wenig bekannt ist, sollte man sich ihnen nur mit äußerster Vorsicht nähern. Ihre kalten und gleichgültigen Angriffe basieren nicht auf Bosheit oder Selbstverteidigung, sondern sind eine programmierte Reaktion auf Eindringlinge und ihre mächtigen, nicht blockbaren Angriffe. Attacken sind sie vor allem in beengten Gebieten ohne Ausweichmöglichkeiten äußerst gefährlich. Ihre wichtigste Schwachstelle scheint der Energiekern über dem Oberbau zu sein. Jede Stirn des Kerns müsste ihre Abschaltung auslösen. Sehr gut. Ach so, ja toll. Danke, dass du es mir jetzt sagst. Boah, ja, kann ja gleich nochmal. Oh, muss ich mich jetzt extra mal ausruhen? Das. Mach ich gleich. Nicht, dass ich jetzt noch sterbe. Boah, ey, da habe ich auf die Chance bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück spießen auf normal. Gute Schwierigkeit. Höher ist, nee. Da steht er wieder, ne? Natürlich steht er wieder. Weißt du was? Tanz mich mal, du Scheißding. Ja, was jetzt, hä? Was jetzt, hä? Was jetzt, da? Oh. Ja, Oh, na, was willst du jetzt hier hochspringen? Oh. Oh. Das ist jetzt unangenehm, glaube ich. Hä, wie weiche ich denn das aus? Okay. Boah, Alter! Mensch! Oh, man kann jetzt blocken. Achso, da muss ich zurückspringen. Okay. Ah, du bist nicht so schwer, oder?
Ich bin doch weggesprungen! Lass mich doch aber in Ruhe! Nein. Oh ja, danke. Hm? Danke. Nein. 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 Ich bin gut erwischt, aber mittlerweile ist hier schon mal besser. Ja, also. Danke, die musst du von mir nicht machen. Ey, das war doch also das war gegen eben. Also gegen eben war das schon mal nicht schlecht. Ich möchte nicht weiter. Also, ich weiß nicht, ob ich das Spiel durchspielen will. Vielleicht bleiben wir einfach hier stehen und spielen es nicht durch. Wie werden das? Wir gucken uns gemeinsam Let's Play an, wie jemand anders es durchspielt. Also, ich meine, warum? Wir müssen das Spiel nicht durchspielen. Wir können machen angezockt. Wie wäre es? Nein, will keiner? Soll ich das durchspielen? Also ich würde es nicht übel nehmen, ne? Also, wenn ihr jetzt sagt, ne, ein Spiel nicht durch, okay, also, ich muss jetzt. Also, es gibt schönere Varianten zu sterben, als mich mit den Viechern anzulegen. Okay, ich spiel's ja schon durch. Ich hab's ja verstanden. Ich spiel's durch. Also es nicht durchspielen war eben sehr attraktiv. Nein, natürlich. War nur ein Spaßchen. Nein, natürlich spielen wir es durch. Ich spiele es durch. Wir anfangen spielt durch. Besonders das Spiel hier, weil das so geil gemacht ist. Weil wenn man das hier nicht. Also. Ja, das ist echt ein Spiel. Ich sag's mal so, wenn ich das nicht durchspielen könnte, ne? Weil das, weiß nicht, irgendwie kaputt gehen würde, das Spiel. Man, das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Also, das ist kein Scherz. Mir sind schon mal Spiele kaputt gegangen, die ja irgendwie immer liefen. Oder wollte ich starten, dann sind kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Also, einmal war es Kane Range 2. Das hab ich aber durchgespielt. Okay, ist noch nicht so lang. Noch ein Spiel. Okay, Fallout. Ja, Fallout. Ja, Fallout ist in meinem Spiel. Was irgendwann auf dem Weg mal kaputt ging. Aber gut. Jetzt spiele ich das irgendwann nochmal durch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist jemand. Ah, weiß ich nicht, ich bin da ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Ich weiß, ich habe mir das Spiel gekauft und eigentlich müsste ich es durchspielen, aber. Oh, jetzt habe ich das so lange nicht mehr gespielt, jetzt habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Irgendwie manchmal, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich damit einfach mal mich mal wirklich hinsetzen, mich mal wirklich, ne? Und wirklich einfach mal anfangen. Oh Gott, nein, ich will nicht. Oh, Alter, das hätte ich mir denken können, Paul. Weißt du, warum kann ich mir sowas nicht denken? Nee. Moment mal, wenn ich das nee, ne? Ja, das geht. Haha. Wow! Was bist du denn? Oh nö! Och nö! Nein, ich hab nicht hingeguckt. Ich habe eben super meinen Erfolg gefreut. Okay, freut euch niemand über meinen Erfolg. Oh Gott, ein Fähigkeitspunkt. Nehmt ihr mir nicht. Das war ein sehr guter Kampf. Das ist überhaupt nicht schwer. Nein. Hallo, nicht gerade denkt, dass es schwer für mich ist. Ey, das ist so fies und wie. Oh, wer ist das? Boah, Alter, du musst genau wissen, ob. Oh, ist das gemein? Das Spiel ist so doof, okay. Da muss ich hier von der Ecke ausspringen. Genau, damit ich das noch schaffe. Oh, dann muss ich das ab ungefähr mir auch abgucken. Oh, ist das fies. Boah, Alter, ich hätte sowas nicht mehr von EA gar nicht zugetraut, ey. Die EA auch solche Spiele macht, ey, ne. Weil die meistens ja immer so, also letztens ja immer so Casual Games, sprich, die einfache Spiele gemacht haben. Und das ist aber ziemlich schwer. Aber was ich cool finde, muss ich sagen. Also ich finde das auch mal cool. Meine, klar. Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Okay. Ich muss jetzt. Ach nein. Ich will aber nicht. Ach Leute. Oh, Kacke. Ja, yep, geil. Ich glaube, was passiert. Oh, leck mich doch. Warum denn nochmal so ein Viech? Ich habe doch schon einmal gegen Gran was gekämpft.
Das hat beim ersten Mal schon keinen Spaß gemacht. Warum noch ein bisschen, warum mal... Bist du mal fertig, danke. Bisschen verprügeln muss ich dich auch mal. Mein, oh Gott. Nein! Ich bin auch viel zu schön zum Sterben. Guck mal, wenn ich die mir trifft. Naja, ja. Oh Gott! Oh Gott. Ah, Mist, da habe ich wieder einen ich muss ja. Mist! Nö! Oh, das war unfair. Hatte. Weißt du. Was fick dich doch einfach, du blödes Ding, ne? Weißt du, lass ich mich gar nicht reizen. Von da komme ich nicht rein, dann muss ich das irgendwie. Warum kann ich das denn jetzt nicht durchschneiden? Hä? Als ob ich nicht so ein Gitter durchschneiden kann. Ich hab doch ein Laserschwert, oder nicht? Wozu benutzen das, Karl? So zur Zierde? Nee, alle Probleme löst das nicht, aber so ein Gitter kann man, glaube ich, durchschneiden mit so einem Lederschwert. Ich meine, ich habe persönlich noch nie ein Lederschwert besessen, aber ich glaube, sowas geht mit Laser. Was soll das jetzt? Was soll das bringen? Wow. Danke. Und das bringt jetzt genau. Ah. Oh, das ist doch fies. Ach Leute, ihr seid doch. Ich finde das nicht mal ein bisschen nett gestaltet, danke. Ja, noch ein Stim. Oh, Alter, das ist so blöd, das ist so gemein. Das Spiel mobbt mich. Bad. Was ist los? Also das. Alte Statuen. Diese Statuen wurden in die natürlichen Wänden der Höhle gemeißelt. Sie stellen Seto mit Sphären dar, möglicherweise denselben Sphären, die ihre Gräber mit Energie versorgen. Oh, ich will jetzt auch nicht sterben, ne? Aber ich habe mir natürlich wieder mal blöde Treffer von den kleinen Viechern, deswegen meine ich ja, das Spiel ist schon ganz schön krass. Okay. Das ist hier, aber hier komme ich ja nicht durch, ne? Will ich nicht. Warum soll ich da durch können? Ich gehe mal davon aus, dass wir uns hier gleich an diese an eine Jedi-Kraft erinnern. Oder ich hoffe es zumindest. Boah. Ja gut, okay. Oder ein Drogentrip. Machen wir einen Drogentrip draus. Ist ein. Oh! Wow! Ey! Oh, nein, nicht auf mich werfen! Ach Mensch! Aua! Hey, ja. Konzentration. Was? Ja. Keine Aggression. Wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Blicke immer auf den Ball. Ja. Der machen. Achso, ich soll RT drücken. Achso, okay, halt, ja. Hallo, ich bin der Paris. Hab's auch mal gechannelt. Wie mache ich das? Oh, ich habe keine Ahnung von diesen Xbox-Steuerungen. Was ist denn RT? Das hier? Ah, das ist RT. Ich bin PS4-Gamer, ich weiß das nicht. RT, LT, RL. H. Was? Schneller? Nein, das ist schon schnell genug, danke. Okay, das ist ja nicht viel schneller. Wow. Ach, der Schub. Weg damit. Pisst euch. Cool. Ey, geil. Ich finde das so geil gemacht, dass man dann, dass er das lernt, dass man so dabei ist. Das macht das Spiel ein bisschen einfacher. Also das Spiel ist ziemlich schwer. Aber ich finde, dass man dadurch, dass man mit ihm lernt, finde ich das wieder Spaß. Finde ich das schön. Das ergibt auch voll Sinn, dass das Spiel halt auch schwerer ist, weil man halt mit dem, man lernt halt sozusagen mit dem Wissen. Das ist nicht irgendwie nett. Guck mal, könnte man nicht einfach, ne? Entschuldigung! Die Vasen waren hoffentlich, wollte ich keiner mehr haben. An dem muss man nicht auch, Mensch, muss man nicht LT irgendwie drücken?
Moment mal, ich will mal da hin. Ach so, warte. Klar. Klar. Ach so. Ich muss halt nur mal lernen, die dann auch benutzen. Ja. Der Wächter ist lange zerstört. Hat er auch verdient. Hier wurde vor langer Zeit ein Zephyrgrabwächter, ein mächtiger Automat zum Schutz von Gräbern, zerstört. Das hat er auch verdient. Hoffentlich hat es lange gedauert, die Zerstörung. Hey! Was haben wir gefunden? Silvanisches Eisen. Ah, das ist sehr gut. Das wollte ich schon mal haben. Das ist gut in meiner Sammlung. Hier muss ich lang. Oder? Ja, hier. Nee. Doch. So, du Kackding, das ist dafür. Oh! Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Ich wollte mir eigentlich nur dafür rechnen, weil mich das vorhin verletzt hat. Cool. Gib mir die Macht. Die Sepho schufen dieses Artefakt als Opfer für den Wind. Wisst ihr, ich wurde es absichtlich zerstört. Opfergaben. Überreste des alten Artefaktes, das als Opfergabe für den Wind diente. Sind wir in dem Grund aber ein bisschen wildlich zerstört worden. Okay. Das Maul, so aus dem Reiz zu befehlen. Kackdinger. Dann hier mal andere Seiten aufgezogen. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist, so wieder zurückzuwollen, aber. Das ist bestimmt eine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Vielleicht schaffe ich das nicht. Schon kann ich auch nicht, oder? Okay, da habe ich schon ein bisschen Energie mehr wieder verspielt. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden. War ja klar. Ich kann den wieder behalten. Das wäre auch viel einfacher gewesen. Mensch. Oder ein bisschen zu weit. Ah, nein. Greif doch! Mensch, greif doch mal. Ja, machen wir es so. Damit unser Karl auch mal zugreifen kann. Weil er manchmal das nicht will. Jetzt oben wird irgendwie weiter. Nee. Da muss man irgendwie durchrennen. Nee, ne? Ihn jetzt. Ah! Oh, hier kommen wir auch lang. Suche das Auge des Sturms. Sieh dir die Details auf dieser Rinder an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Ich bin noch nicht fertig. So. Ich dachte, wenn wir das gefunden haben, sind wir fertig. Achso.
Wenn er Zepho erkundete, entdeckte Meister Cordova einen dem weisen Eilram geweihten Tempel. Diese Entdeckung enthüllte ihm weitere Geheimnisse dieser alten Kultur, einschließlich ihrer Faszination zur Kashyyyk, die Heimatwelt der Wookies. Um mehr zu erfahren, reiste Cordova und nach Kashyyyk, um den alten Freund, den Wookie-Häuptling Tarful, um Rat zu fragen. Und doch fertig. Oh! Oh ne! Na, du reiter, jetzt bin ich mal. Oh. Hab ihm viel gebracht. Naja, mach mal hier. Ja. Oh, okay, das war wieder ein falscher. Das war wieder ein falscher Move. Also. Es geht halt nicht darum, einfach so. Wow. Schlaf gut. Eilram Sarkophag. In diesem alten Zepho-Sarkophag ruhen die sterblichen Überreste des weisen Eilram. Letzterer war der erste Zepho, der eine Beziehung an den Bewohnern von Kashyyyk aufbaute und die Vegetation des Planeten innig liebte. Heute sind seine Überreste für alle Zeit unter den Wurzeln eines verstandenen Worshed-Baums begraben. Das Schöne ist, es gehört ja auch zum Kanon. Das bedeutet, das gehört zu der Hauptreihe, also weil ich es verstanden habe, gehört das zu der Hauptreihe, das auch den Filmen zugute, also was auch zu den Filmen gehört, was ich ganz schön finde. Weil ich mag das, ich find's geil. Ich find's auch schön, mal mehr über die Star Wars Welt zu erfahren, weil man kann in Spielen hat teils, ja, man kann in den Film auch viel reinpacken, aber teils kannst du auch in Spielen. Reise Freischalt Kashyyyk, oh ja, da wollte ich schon mal hin. Ah ja, nach Kashyyyk, ey, endlich geht's nach Kashyyyk, Leute. Müssen wir wieder zurücklaufen, oder was? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen hier erstmal ein bisschen Fähigkeitspunkt ausgeben. Elstu Schub kann Karl von Gegnern, Gruppen von Gegnern zurückwerfen, große Gegner ins Wanken bringen. Also Macht mit jedem Schlag. Karls maximale Macht erhöht sich. Das ist natürlich auch was Schönes. Kann man die maximale Energie nochmal erhöhen, bitte? Wo war das nochmal? Das war doch hier, ne? Karls maximale Gesundheit erhöht sich. Ich glaube, das ist halt schlauer. Ich glaube, wir sollten erstmal die Energie wieder erhöhen. Energie ist halt wieder... Ja, genau. Energie ist halt wichtig. Ich glaube immer Energie und dann erstmal Macht. Und dann können wir wieder weitersehen. Genau. Denn wir wollen ja hier noch lange leben, noch lange überleben. Gut. Aber da würde ich sagen, machen wir am nächsten Mal hier weiter. Schön, dass wir die Folge hier angefangen haben und hier werden wir die Folge auch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter, wenn es wieder heißt Let's Play. Da war's wieder von Order. Bis dann, haut rein. Tschüss, euer Pyrus. Ciao.